Eine nebulöse Geschichte war das gestern Abend im Rapperswiler Lido. Nach gut 30 Minuten im Spiel zwischen der Rapperswil-Jona Lakers und dem HC Davos hat es so getönt, wie ein Aussammel bei einem Skirennen wegen Nebels abgebrochen. Und so kann der Meister, der HC Davos, also erst heute richtig in die Saison starten. Und das wirklich richtig. Gegen den Schlittschuhclub Bern nämlich. Und HCD gegen SCB, das ist und bleibt im umfangreichen Schweizer Eishockey-Menü ein Hauptgang. Der Ort, wo er serviert wird, heute Abend, der ist allerdings im Umbau. In Davos wird nicht nur an der neuen NHL-losen Mannschaft gebaut, sondern auch am Stadion, die Eishalle deshalb mit einer Geisterseite. Die Stimmung dafür hinter den Toren umso intensiver. Zur ersten Spielphase passt nur eine Schlagzeile: verpasste Chancen. Hier Christian Dubé für den SCB. Da durch Björn Christen für Davos. Und dann wieder hier. Thomas Ziegler alleine vor dem Davoser Tor. Und dann da Davos in Überzahl mit Reto von Arx. Ambühl. Wilson und dann lag endlich doch ein Puck im Netz. Das 1:0 für Davos durch Neuzuzug Landon Wilson, einem Amerikaner, der aus Finnland kam. Und merke, durch die Berner Abwehr musst du dich für den Torjubel noch separat durchkämpfen. Das Spiel durch diesen ersten Treffer entkrampft und weiterhin ausgeglichen. Winkler. Und Bordelot ließ sich diese Chance nicht entgehen. Er scorte schon in der Vorbereitung regelmäßig. Unter anderem mit 4 Toren bei einem 4:1 gegen die Hamburg Freezers. Und wieso man den Puck ab und zu auch unberechenbaren Kobold nennt, zeigt diese Zeitlupe. Winkler der Zauberlehrling, Bordelot der Profiteur. Ambühl für Davos mit einem langen Rush. Der Pass zum mitgelaufenen Verteidiger Brett Hauer und das 2:1 für Davos in der 19. Minute. Damit bereits der zweite ausländische Neuzuzug der Bündner als Torschütze erfolgreich. 2:1 nach dem ersten Drittel und die Stimmung gereizt. Dieser unbekannte Künstler meinte dazu, bleibt freundlich selbst im Streit. Eine kuriose Szene dann auch zu Beginn des zweiten Drittels. Gugus, da ist der Böck. Beide Verteidigungsreihen solide, doch hier die Überzahlchance für den SC Bern. Und das Break der Davosa mit Reto von Arx. Bührer, dann Christen und wieder Bührer. Reto von Arx zog es vor, hier selber zu schießen. Bührer gab Christen eine zweite Chance, doch der vergab sie. Alles in allem ein Davoser Chancenplus im zweiten Drittel, aber trotzdem auch Berner Ausgleichsmöglichkeiten, wie hier durch Raffainer und Ziegler. Die Stimmung weiterhin gereizt, Chancen, Schläge, Reaktionen. Der SCB auch nach dem zweiten Drittel im Rückstand. Die Verletzten Röteli und Schröpfer litten auf der Tribüne mit. Davos dafür ohne Andrea Heller, der für die ersten zwei Spiele an die SCL Tigers ausgeliehen wurde. Die Fans verstanden das nicht. Und ich verstehe nicht, dass es ein Reglement gibt, das solches überhaupt zulässt. Der SCB im letzten Drittel mit Monne, sehr standfest. Pass auf Daniel Mayer und Jonas Hiller im Davoser Tor. Monne mit Durchsetzungsvermögen, aber immer noch 2:1 für Davos. Arno Del Curto gefiel es jetzt nicht mehr so recht. Denn Bern kam weiterhin zu Chancen, konnte hier sogar in Überzahl agieren. Bordelot und das 2:2. Oder doch nicht? Hiller hoffte es, Bordelot befürchtete es, aber es war ein klarer Treffer, der auch Anerkennung fand. Der Puck prallte vom Tor innen zu Hiller zurück. Hier.
Nur noch unentschieden also, das war den Bündnern aber entschieden zu wenig und sie entwickelten jetzt wieder mehr Druck mit Rizzi, mit Reber. Mit Jan von Arx kamen sie zu Torschossen. Berns Handicap-Verteidiger Steinecker merkte eine alte Verletzung und schaute ab dem zweiten Drittel ebenfalls nur noch zu. Dann die hektischen Schlussminuten. Berns Dominik Meyer musste raus und wenig später klopfte Söderholm von Arx auf die Finger. 2 Minuten auch für ihn, 5-3. Überzahlspiel für Davos, für den HCD auf dem Eis, 4 Ausländer und Reto von Arx. Die Siegeschance. Von Arx, Fartan. Und damit Verlängerung. Und in dieser Verlängerung spielten beide Teams resolut auf Sieg, auch noch hier in der 65. und letzten Minute. Wilson. Ambühl. Und der Puck drin nach 64 Minuten und 34 Sekunden. Ambühl würgte den Puck irgendwie über die Linie. Ein später und damit glücklicher Sieg, trotzdem verdient. Ja, ich denke, wir hatten schon viele Chancen und ja, ich glaube, es ist schlussendlich schon verdient. Ja. Jetzt hat Arnaud Delcourto 5 Minuten vor Schluss das Timeout genommen, beim Stand von 2-2. In Davos zählt scheinbar nur der Sieg. Ja, ich meine, wenn du nicht gewinnen willst, dann musst du auch nicht spielen gehen. Und ich denke, man muss schon versuchen, jedes Mal zu gewinnen. Das ist das Ziel, ja. Jetzt war es für sie selber speziell, Siegesgoal zu schiessen. Ja, es ist schon ungewohnt, dass sie das Goal schiessen, aber ja. Nein, ist gut. Egal wie, warum oder auf welche Weise, der Meister ist erfolgreich in die neue Saison gestartet.